Auch in unserem nächsten Fall erweist sich das mangelnde Wissen über die Gefahren des Alltags als die entscheidende Ursache für das Gelingen des Tricks. Und bei aller Komik, die dem Fall anhaftet, sollte man deshalb den ernsten Hintergrund nicht aus dem Auge verlieren. Die Hauptrolle spielt eine größere Menge diesen Papieres. Besonders gefährdet von dem Trick sind in erster Linie Heime, Gaststätten, Hotels, größere Betriebe und Klöster. Haus Ulrichsberg, eine Mädcheninternatschule in einem malerischen Ort in Baden-Württemberg. Die Direktorin der Schule hat Besuch von zwei Herren. Sie geben vor, ehemalige ungarische Offiziere zu sein, die heute, der Not gehorchend, in der Bundesrepublik als Vertreter ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Sie erbitten einen Auftrag für Toilettenpapier. Nein, bitte zweifeln Sie nicht an uns. Wir werden sehr bemüht sein, Sie werden es bestimmt nicht bereuen. Sehen Sie, hier sind Empfehlungsschreiben vom Staatssekretär und hier vom Ministerium. Für mich als Oberst, Sie dürfen es glauben. Es ist kein leichtes Handwerk, Vertreter für diese diskreten Papierartikel. Aber ich hoffe, es wird nicht sein für immer. Wir müssen noch unsere Familien aus Ungarn herausbekommen. Das kostet Geld. Und deshalb, wir müssen verdienen. Wenn wir 10 Jahre hier in Deutschland sind und auch Familie hier haben, wir können bekommen deutsche Staatsbürgerschaft. Ja, dann können wir auch wieder zum Militär, in die Bundeswehr. Deshalb, Frau Direktor, bitte unterstützen Sie uns auch. Geben Sie uns Auftrag. Sie brauchen doch sowieso. Wie viele junge Damen haben Sie hier? 57. 57, naja, dann würde ich sagen 100 Rollen. Kleiner Auftrag. Wenn ich Ihnen damit helfen kann, na schön. Also 100. Du hörst, Frau Direktor ist eine gute Frau, hat Herz. Schreib aus, 100 Rollen. Die beiden Männer haben fast immer Erfolg. Die Leiterinnen von Heimen, Schulen und Klöstern sind gewöhnlich hilfsbereite Damen. Die Empfehlungsschreiben tun das ihre und der Wunsch, die Verhandlungen über die etwas peinliche Materie rasch hinter sich zu bringen, führt die Hand schnell zur Unterschrift. Auch wenn man wegen einer vorgehaltenen Hand gerade nicht lesen kann, was auf dem Block steht. Vielen Dank, gnädige Frau. Sie haben ein gutes Werk getan. Darf ich mich verabschieden? Würdigen Schrittes verlassen die beiden Männer das Internat, so wie es sich für vorgebliche ungarische Offiziere gehört. In der Schule wird der Besuch bald vergessen. Der Schulalltag läuft weiter. Erst 14 Tage später wird das Pensionat wieder an die beiden Männer erinnert. Hallo, ist da jemand? Fräulein, ich bringe das Klopapier. Frau Direktor, ach, kommen Sie doch bitte schnell. Da draußen ist ein Mann, der sagt, er bringe Papier. Papier? Ach ja, ich weiß schon. Geh an deinen Platz, ich mach das schon. Was ist denn los? Was ist das Papier? Guten Tag, Frau Direktor. Guten Tag. Haben Sie niemanden, der hiermit anfassen kann, dass das Zeug nicht auf der Straße steht? Ach, das mache ich schon selber. Selbst wollen Sie das machen? 5000 Rollen? Nein, 100 Rollen nur. Was? Nein, nein, 5000. Wie, 5000? Nein, ich habe nur 100 Rollen bestellt. So hören Sie doch auf, es ist doch schon lange genug. Was heißt genug? 5000 Rollen habe ich zu liefern. Sehen Sie her, hier ist der Lieferschein. Und übrigens müssen Sie doch den Durchschlag von Ihrem Auftrag noch haben. Aber so halten Sie doch ein. Ich hole den Auftrag. Die Direktorin braucht nicht lange zu suchen. Sie findet den Durchschlag des Auftrages schnell, obwohl sie ihn vor 14 Tagen achtlos beiseite gelegt hatte. Oh, das ist ja fürchterlich. Aber so hören Sie doch auf. Na, was ist nun? Haben Sie Ihren Auftrag gefunden? Na, was habe ich Ihnen gesagt? 5000 Rollen. Aber das ist doch gar nicht möglich. Ich weiß ganz genau, wir haben nur von 100 Rollen gesprochen. Aber hier steht doch schwarz auf weiß. Sie haben es doch selbst unterschrieben. Aber das ist mir unverständlich. Der Mann muss das verkehrt aufgeschrieben haben. Das geht mich gar nichts an. Halten Sie ein, ich nehme die Ladung nicht an. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Laden Sie das alles wieder auf. Ich denke ja gar nicht dran. Ich soll hier liefern und das mache ich. Ich nehme die Lieferung nicht an. Dann lassen Sie doch alles hier liegen. Ist doch ein ganz nettes Bild für die Leute. Schnell, 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 kommt alle raus und macht das Tor auf. Schnell, schnell, bringt das alles rein auf den Speicher damit. Los, beeilt euch. Nur macht schnell, ne? Los, schnell. Hier auch. Schnell, beeilt euch. Mensch, das liegt. Vorsicht. Margareta, Caroline, los, los, beeilt euch. Schnell, schnell. Der Trick, auf den die Direktorin des Pensionates hereingefallen ist, wird seit mehreren Jahren mit großem Erfolg angewandt. Die Schwindler decken entweder, so wie in unserem Fall, den Auftrag mit der Hand ab oder sie lassen den Kunden überhaupt keinen Durchschlag von dem Auftrag zurück. Später ändern sie dann den Auftrag nach Belieben, aus 500 werden 5000 Rollen und so weiter. Danach schicken sie den Durchschlag wieder zurück an die Kundschaft und schreiben ein paar Zeilen dazu, sie hätten leider aus Versehen den Durchschlag mitgenommen. Die Leute achten meist nicht weiter auf das Papier und merken den Schwindel erst, wenn der Lastwagen mit dem Toilettenpapier vor der Tür steht. Dass die Ware gewöhnlich auch noch erheblich überteuert ist, das versteht sich beinahe von selbst. Wenn die Kunden dann von den Aufträgen zurücktreten wollen, drohen die Lieferfirmen gewöhnlich gleich mit harten gerichtlichen Auseinandersetzungen. Damit haben sie gewöhnlich Erfolg. Denn wer legt schon Wert darauf, sich zur Freude der schmunzelnden Nachbarn vor Gericht um ein paar tausend Rollen Toilettenpapier herumzuschlagen? Übrigens, wir wollen es gerne zugeben. Auch das Zweite Deutsche Fernsehen ist schon auf den Trick hereingefallen. Die Empfehlungsschreiben waren sehr gewichtig und dagegen ist man leider auch bei uns nicht immer gefeit.